So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Gelbe. Oh yeah, im letzten Part haben wir Lavados gefangen und sind bis zu Zapdos vorgedrungen. Und ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir es eventuell schaffen, dieses nun auch zu fangen. Ich hätte schon fast besiegen gesagt, Zapdos! Na gut, dann. Eieiei. Einen eindrucksvollen Sprite, den du hast, mein liebes Zapdos. Sehr eindrucksvoll. Du siehst mächtiger aus denn je. Na, das vielleicht nicht unbedingt, aber du siehst auf jeden Fall mächtig aus. So, du Donnerschockst uns. Das ist ziemlich angenehm. Du kannst mit deinen Attacken nämlich nicht viel Schaden machen, so rein vom Typ her. Aber leider machst du doch relativ viel Schaden, weil du ein viel stärkeres Pokémon bist. Eieiei. Das ist sehr effektiv. Jopp. Schön. Ja, wie ihr mir mittlerweile gesagt habt, das liegt daran, dass wenn eine Attacke quasi so doppelt wirkt, dass erst die eine Meldung kommt und dann direkt von der anderen überschrieben wird. Im Grunde genommen wäre das Radar natürlich trotzdem neutral effektiv gewesen. Also es ist neutral effektiv gewesen. Eieiei. So, Pikachu, do it! Na, ich glaube, da geht noch einer. Eieiei, das wird wehtun. Mir fällt gerade auf, dass Pikachu... Nein, warum? Ich brauchte Pikachu noch! Oh Mann, da musste noch eine Attacke raus. Ja, natürlich möchte ich noch eins einsetzen. Böse. Ich kann irgendwie gar nicht sicher einwechseln. Zwei Mog. So, wie wäre es denn mal? Ich benutze jetzt meinen Toppeleber, damit ich nicht zwei Runden brauche. So, meine Güte, der Borschnabel tut ganz schön weh. Wie gesagt, eine Attacke müsste noch funktionieren. Nur von den KP her, denke ich mal ganz stark. Los, Pikachu, tu es. Mega! Nom, 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 nom. Da ist der Thundershock. So. Wenn ich mich nicht verguckt habe... Moment, wollte ich Geowurf machen oder Donnerblitz? Ich weiß es nicht mehr. Ich hoffe, ich wollte Geowurf machen und es reicht. Also, es reicht nicht. Es reicht, um es zu schwächen. So. Jawohl. Das ist ja perfekt, möchte ich schon was meinen. Ich versuche mal, so Bälle zu werfen. Guck mal, jetzt Zapdos. Blom. Du hast das Pokémon übrigens verfehlt. Pikachu, es tut mir leid, aber ich brauche einen sicheren Wechsel zu Knuddeluff. Ich weiß nicht, ob es das sonst genug aushält. Komm, Pikachu, wir versuchen das jetzt. We did it. No, we don't. Komm schon, Pikachu. Achso, das war wieder der Bohrschnabel, ja. Nein, diese Pokémon einsetzen, ja, bitteschön. How about Knuddeluff? Wigglypuff. Wigglytuff, meine ich. Dann setz mal Gesang ein, bitte. Und krieg vor allem nicht so viel Schaden davon. Du hast ja genug KP. Du hast genug KP. Um, oh, Gott sei Dank, ein bisschen was auszuhalten, wollte ich gerade sagen. Gegner, Zapdos pennt. Schmeiß. Na, immerhin hast du getroffen. So. Na, immerhin, wie gesagt, trifft Red einen schlafenden Vogel, der fast down ist. So rein von der Lebensenergie. Das ist ja auch eine Sache. Und das war's schon. Wunderbar. Zapdos wurde gefangen. Yay. Nice. Für Zapdos wird ein Eintrag im Pokédex angelegt. Schön. Zapdos, Elektro. Dieses legendäre Vogel-Pokémon erscheint meist während Gewittern am wolkenverhangenen Himmel. Oh Gott, das heißt, es war neulich bei uns hier in der Gegend unterwegs. Düsseldorf und Umkreis halt. Aachen und Gelsenkirchen. War nicht alles davon betroffen war. Ja, ich war mitten im Sturm. Falls er es mitbekommen hat. War, glaube ich, überall in den Nachrichten. War ja vor kurzem... Ein ziemlich krasses Unwetter, das krasseste Unwetter seit vielen, vielen Jahren. Und ich war noch draußen unterwegs, als es stattfand. Mann, das hat total viel Spaß gemacht. Fast schon ein bisschen. Oh Gott. Über Bäume klettern in knöcheltiefe Pfützen, bis man mal was gefunden hat, wo man sich hinstellen konnte. Heieiei. Willkommen im Pokémon Center. Wir machen sie wieder topfit. Und blub, 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 blub. Das war doch voll nice. Danke von dir, Schwester Joy. Danke an dich, Schwester Joy. Whatever, you know what I mean. Das heißt, wir wollen nur noch ein Vögelchen fangen und dieses trägt den wunderbar einprägsamen Namen Arctos. Und jetzt fangen wir auch quasi, ja, sind wir am Anfang angekommen bei Articuno, was ja eigentlich eins heißt. Keine Ahnung, warum sie bei uns meint, das wäre eine gute Idee, alle vor allem mit Dos zu nennen und den ganzen schönen Sinn des Namens einfach zu zerstören dadurch. Aber okay, ich bin nicht Game Freak Germany oder wer auch immer für die Namen verantwortlich ist. So, hier sind wir ganz noch gar nicht lang geschwommen. Und das wird wahrscheinlich wieder eine ganze Weile dauern, bis wir bei den Seeschurminseln sind.
Auf der Zinnoberinsel befindet sich ein Pokémon-Labor. Das habe ich tatsächlich sogar schon gewusst. Mann, was glaubst du, von wo ich gerade komme? Beziehungsweise, wo ich sogar Schönheit auf dem Wasser? Warum bist du eine Schönheit auf dem Wasser? Na gut. Pikachu! Donnerblitz! Rabbel die Bam Bam Bam. Zack. So, it's super effective. Und ein Level Up für Pikachu. So, du setzt einen Ghoul King ein. Ich denke mal, damit bleibe ich einfach mal drin mit Pikachu. Und Donnerblitz. So, sehr schön. Die Attacke ist sehr effektiv. Pikachu hat Erfahrungspunkte. Wir haben Schönheit besiegt. Schönheit, warte, ich warte ja schon. Aber worauf? Niemand wird es jemals erfahren. Ich wollte... Moment, erstmal Pikachu von der Spitze nehmen. Für Bisaflor. Ja, Bisaflor sollte auch ein gutes Match sein hier für die ganzen Wasser-Pokémon, nicht wahr? Ich bin von der Zinnoberinsel herübergeschwommen. Das freut mich ja ungemein. Bist du Schwimmer? Schönheit? Picknickerin? Was zur Hölle? Pfadfinderin meine ich, Entschuldigung. Dass hier alles auf dem Wasser rumschwimmt, man glaubt es kaum und trotzdem benutzt ihr alle die gleichen Pokémon. Irgendwie ist das seltsam, auf dem Wasser rumzuschwimmen und auf einmal kommen hier keine... Naja, keine Schwimmer, wie man das erwarten würde. Liebe Pfadfinderin Nora. Und dein Goldini ist damit jetzt auch Geschichte. Und dein Ghoul King again. Erst Goldini zu Ghoul King. Yeah. Ghoul King ist gleich down. Dank meines wunderbar zerschmetternden, rasierenden Rasierblatts. Yep, this was nice. Ich bin enttäuscht. Tja, hättest du mal besser trainiert. Guck mal, da ist noch jemand. Mein Freund hat mir eine große Perle geschenkt. Hat er das wirklich getan? Das ist ja unglaublich, Brigitte. Schönheit, Brigitte möchte kämpfen mit einem Mushas. Naja, ich denke auch dieses Pokémon wird nicht wirklich eine Chance haben gegen unser wunderbares Bisaflor. Guck hier, bam und zack, voll auf die Mütze geflasht. Und da sind die KP schon down. Nice one. So, was kommt noch? Ein weiteres Mushas erscheint. Man möchte es ja kaum wahrhaben, aber wirklich hat man Spaß daran, diese Mushas zu zerstören. Mit einem weiteren Rasierblatt. Dessen Animation immer noch irgendwie total harmlos aussieht, wie ich finde. Ball Treffer. Und was kommt noch? Ein Austoss. Sei ruhig an Eis-Pokémon, das nützt dir gar nichts. Denn du benutzt sowieso keine Eisattacke und du kommst nicht mal zum Zug. Man sieht nämlich so ein bisschen am Level, dass wir hier schon hätten früher hingekonnt, aber... Naja. Das passt schon. Level Up? Ja, wollte gerade sagen. Das roch doch nach Level Up. Sehr, sehr schöne, ausgeglichene Werte, die du brauchst. Du brauchst kein Wachstum lernen, Bisaflor. Das werde ich sowieso nicht benutzen hier in diesem LP. Lass die Finger von meiner Perle. Ich hatte nichts vor, also bleib cool. So, ich wollte gerade irgendwas sagen. Genau, Wachstum ist auf Satzenia in der Sonne ziemlich cool, finde ich ja persönlich, weil Chlorophyll und steigert beide Angriffswerte stark. Das ist schon extrem praktisch. Quappo, möchtest du es mal versuchen? Quappo! Meine Vogel-Pokémon haben mich hierher getragen. Moment, haben wir nicht einen Schmollentypen getroffen, der genau das gesagt hat? Irgendwie habe ich das gerade so im Kopf. Keine Ahnung, Vogelfänger. Wodka. Warum Wodka? Ich weiß es nicht. Einfach weil ich... Ach, warum Überroller? Aber die Attacken gehen sowieso daneben. Natürlich nochmal. Und ich denke, ich werde übrigens tatsächlich mal zu den Attacken Feuersturm, Blizzard, Donner und so weiter greifen. Weil angeblich haben die hier nur eine Trefferquote von 90. Das wäre etwas, was ich natürlich sehr begrüßen würde. Also kann ich das auch wirklich benutzen. Und damit sogar treffen. Man glaubt's ja kaum. So, Quappo macht weiter Surfer und dann sind die ganzen Vögelchen schon weg. Da könnt ihr so aggressiv gucken, wie ihr wollt, Ibitak. Das nützt überhaupt nichts. Irgendwie ironisch. Wir hatten jetzt von den ganzen, von unseren typischen Flieger-Pokémon dabei, hatten wir jetzt von den, naja, was gab es so? Dodri, Ibitak, Tauboss. Das Obligatorische, das Tauboss hatten wir kein einziges Mal im Team. Naja, aber wir waren halt total Hipster und so. Außerdem ist Dodri viel cooler. Und Ibitak ist auch viel cooler. Meiner Meinung nach, ich weiß... Viele von euch haben Tauboss als Lieblingsvogel, aber... Naja, ich fand die anderen beiden schon immer cooler. Aber das heißt nicht, dass ich Tauboss nicht cool finde. Ich finde Tauboss dennoch sehr, sehr episch. Aber nicht so episch wie die anderen halt. Genug der Rechtfertigung. Meine Güte, sind doch alles nur Meinungen. Da kann doch jeder haben, was er möchte.
Es greift euch doch niemand an deswegen. Und wenn doch, dann solltet ihr ihn einfach ins Gesicht sagen, du bist ganz schön dumm, wenn du meine Meinung nicht akzeptierst. Und dann guckt er euch blöd an und dann haut er euch, vielleicht. Aber dann geht einfach weg und seid der Klügere. Und was soll das ja nicht gerade, keine Ahnung. Voll das Tutorial. Tatsächlich mein Schwimmer, ich glaub's ja kaum. Incroyable, guck mal hier. Wobei, wo wir gerade schon von Meinungen reden, ich find's ja lustig, wie heutzutage alles irgendwie mit dieser Begründung abgetan wird. Wenn irgendjemand eine total ungerechtfertigte Kritik an irgendwas äußert und beleidigend dabei ist, heißt es, das ist nur meine Meinung. Nee, so funktioniert das aber nicht. So funktioniert weder Kritik, so funktioniert auch nicht einfach Waschlappen. Ey, du hast ja, bist derjenige, der verloren hat, du Spottelkopf, du. Alles immer diesen Schleier der Kritik und der Meinung, die aber keine ist. Also eine Meinung vielleicht, aber keine Kritik und so weiter. Ihr wisst schon, ne? Machst du auch gerade Urlaub, man muss schon aufpassen, wie man diese beiden Dinge verwendet. Ist nur meine Meinung. Und weil irgendwie der Sinn dahinter ist schon längst verloren gegangen. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn es Leute gibt, die da noch dran festhalten, beziehungsweise wissen, wie das wirklich funktioniert. Und nicht alles daran abtun. Wie zum Beispiel, ey, du bist voll das Arschloch. Und dann sagt man so, das fand ich jetzt nicht nett von dir. Hallo, nimm mal Kritik an. Und dann so, was war das für eine Kritik? Was zur Hölle? Und ja, solche Fälle gab es definitiv schon. Das habe ich schon oft genug bei irgendwelchen anderen Leuten gelesen. Oder bei mir auch schon, also. Und dann kommt so eine entsprechende Antwort natürlich. Man sagt ja, wie es in den Wald hinein, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es wieder hinaus und so weiter und so fort. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Und da muss man sich dann nicht wundern. Ja. Warum kommen wir denn jetzt eigentlich zum Teufel nochmal darauf gekommen? Keine Ahnung, vielleicht weil hier gerade überhaupt... Ich wollte nicht Aussätze machen. Weil er gerade überhaupt nichts Spannendes passiert und ich irgendwie, ja, die Fahrt zur Seeschauminsel überbrücken möchte. Im Hintergrund zischt schon das Wasser. Wunderbar herrlich. Obwohl niemand Siedewasser einsetzt. Was soll denn das jetzt schon wieder? Aber vielleicht interessiert euch das ja generell, wenn gerade solche Parts hier kommen, wo nur bis zu einem bestimmten Ort hingesurft wird. Dass man dann eventuell über solche oder generell über ein paar Dinge redet. Keine Ahnung, könnt ihr mir mal gerne mal eure Meinung zu sagen. Falls ihr sagt, Schnauze, Mann, konzentriere dich aufs Spiel. Könnt ihr das natürlich sagen, aber wo wir es eben vor Thema hatten, nicht so, sondern schön sachlich. Ah. Schön, herrlich. Das war jetzt übrigens keine Kritik generell an euch, falls es so rüberkam. Ich wollte das nur allgemein mal sagen. Also in den letzten Fällen kam sowas nicht vor bei mir und da bin ich doch sehr, sehr froh drüber. So. Wir sind auf der Seeschauminsel und irgendwie muss ich doch ehrlich sagen, warum ist es hier braun? Also blau fände ich es ja irgendwie passender, weil Eis und so, hier sieht, jetzt sieht es eher aus, wären wir in einem Schlammmoderloch oder so. Guck euch das Wasser an, selbst das Wasser ist braun. Warum die Hölle nicht blau ist, das ist nicht gut. Gregor sei nicht zufrieden damit. Was zum? Ach so, ja, Strömung und so. Mensch, die ist ja richtig gut erkennbar. Ah, guck mal, hier ist auf gar keinen Fall ein verstecktes Item. Yay! Das war so nett von dir! So, dann mal den Surfer benutzen. Okay, wie lange hält eigentlich der verdammte Schutz an? Also, dadurch, dass man so langsam geht hier in der ersten Gen, kommt einem der Schutz ewig vor. Der Schutz wirkt nicht mehr. Achso, ich dachte gerade, das stand auf dem Schild, weil ich genau da geklickt hatte. Vorsicht, gefährliche Strömung. Ich hab genau in dem Moment halt auf A gedrückt. Also wahrscheinlich ein bisschen zu spät dann halt. Und dann stand da, aber der Schutz wirkt nicht mehr. Das ist interessant. Danke, liebes Schild, dass du mir das verrätst. Dass mein Schutz nicht mehr wirkt. Herrlich. So, wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Was gibt es denn hier überhaupt zu erledigen? Und warum gibt es Dinge zu erledigen? Wo bin ich? Was ist der Sinn des Lebens? Felsen könnten die Strömung vielleicht umlenken. Oh mein Gott, das war doch wohl nicht etwa ein Hint? Na gut, bevor ich da ins Wasser gehe und dann weggeströmt würde, weil ja die Strömung nicht wirklich erkennbar ist, gehen wir lieber mal gleich da hoch und gucken uns so um. Überall Wasser und da sind Steinchen. Steinchen! Yay! So. Na gut, dann. Ja, das kriegen wir schon. Das kriegen wir schon hin. Bitte einmal die Stärkeattacke, Quappo. Blum, blum, blum. So, dann wollen wir erstmal den hier wegschieben, damit wir doch gleich den anderen Stein runterschieben können. Also nicht den hier links, der geht ja jetzt sowieso. Sondern den hier. So. Okay, gut, ich kann es noch retten. Ich bin aus Versehen einen Schritt zu weit gegangen. Das war nicht, was ich wollte. So, Pikachu, wie geht's dir eigentlich? Immer noch Herzen überall?
Du sagst immer nur das gleiche, Pikachu. Warum freust du dich immer so? Freu dich doch mal anders. So zum Beispiel mit Fahnen und Trompeten und so ein Kram. Wie man das halt so macht. Ja, und genau, wollte gerade sagen, jetzt haben wir hier schön was geschaffen. So, hier waren wir schon. Ist nicht schon Arktos? Oder ist schon Arktos? Das ist tatsächlich schon Arktos, aber da möchte ich noch nicht hin, ehrlich gesagt. Gesagt. Yay. Oder möchte ich das nicht? Ach, nein. Nee. Oder? Ach komm. Let's do this. So, dann wollen wir erstmal hier speichern. So, möchtest du das Spiel speichern? Speichern. Red hat das Spiel gesichert. Ja, wunderbar. Wir haben 64 Pokémon gefangen. Arktos. Ja, Labrador ist der Einzige, der zu doof ist, seinen Namen zu sagen. Zapdos, Arktos und Lava. Ja, ein Minimalist halt. Und ich habe gerade zuerst den Sprite nicht erkannt, aber du siehst auch wesentlich besser aus als in deiner alten Version. Du hast eine hohe Spezialverteidigung oder einen hohen Spezialwert hier, Fragezeichen. Ist ja alles ein bisschen anders. Werden wir ja sehen jetzt. Okay, das macht so viel Schaden. Ouch, this is going to hurt. Oh Mann. Halt! Alter Vater! Das akzeptiere ich jetzt aber nicht. Also, ich muss es akzeptieren, aber das finde ich nicht cool. Definitiv ist das uncool. Uiuiuiui. Arktos, too strong. Blum. Ja, Body Slam. Ah, natürlich kannst du auch Flugattacken. Aber das ist eine schwache Flugattacke. Und macht trotzdem Volltreffer. Bim. Vielleicht paralysiere ich ihn, das ist vielleicht praktischer, als wenn er dann irgendwann aufwacht. Wobei es bei den anderen beiden bisher ganz gut geklappt hat. Uiuiui. Das macht ganz schön wenig Schaden, möchte ich meinen. Schnabel, bam. Und machst du nochmal Crit? Nein, das freut mich ungemein. Gut, interessantes Geräusch. Eieiei. Könnte rein theoretisch noch einen überleben. Stärke macht weniger Schaden. Erstmal muss ich mich sowieso heilen. Ich habe ja sowieso gespeichert gerade eben, ne? Also im Zweifelsfall passiert nichts Schlimmes. Schnabel, bam, aua. Alter, Mann. Könntest du bitte aufhören, mich jetzt so durchzukritten? Das ist nämlich nicht gerade die feine Englische. Danke, so, ich versuch's mit der Stärke. Wir haben ja eh gespeichert, wie gesagt. Schnabel, pass auf, Critical Hit. No. Überleb das. Haha. This was awesome. So, ich versuch's mit Super... Ich versuch's, glaube ich, direkt wieder mit Hyperbällen. Ja, wollte ich sagen. Red trifft sowieso nicht. Komm, wir versuchen es nochmal. Vielleicht treffen wir... Angeblich soll es ja auch funktionieren, weil das quasi nur so wie das erste Ausbrechen wirkt. Dieses Verfehlen. So, gut abgeschätzt, würde ich sagen. Wir möchten das nächste Pokémon natürlich benutzen und es ist... Knuddeluff! Knuddel, mit Gesang! Ja, tu mir nicht weh, Arktos, das wäre sehr nett. Nicht so viel! Scheiße, falsche Attacke. Ich wollte das nicht. Überleb das, Knuddeluff! Danke. Oh Mann. Muss ich aber nur ordentlich einkaufen gehen, dann bevor es in die Pokémon-Liga geht. Die setzen mir ganz schön Pikachu. Die setzen mir ganz schön zu, diese dummen Vögel. Könntest du bitte aufhören, deinen Eisstrahl abzufeuern? Das war ein Volltreffer. Oh Mann! Das Spiel, das wirft mit Volltreffern um sich, als gäbe es keine anderen Sachen. Dum, bum. Beleber. Das Schlimme ist, dass sie so abartig viel Schaden machen. Das heißt, ich kam nicht mal dazu, wirklich irgendwie... Ich meine, wenn meine erste Attacke wie eben daneben geht, ja, dann habe ich es verkackt. Dann kann ich nichts mehr machen. So, Top-Trank. Weil dann ist halt vorbei, ne? So, ein weiterer Eisstrahl, den du auf mich abfeuerst, Arktos. Nicht wirklich etwas, was ich war das für mich ein Volltreffer? Nee, es war einfach nur viel Schaden gemacht. Kann der bitte... Ich wäre sehr dankbar, wenn der Eisstrahl mal langsam die AP verlieren würde. Leider dürfte er noch mehr als genug davon haben. Wo ich ebenfalls dankbar wäre, und da kommst du jetzt ins Spiel, Knuddeluff. Mit Gesang treffen, die Noten treffen. Hättest mal Gesangsunterricht genommen. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt jetzt in dieser Situation. Vor allem, wenn ein Fies, was sich wild mit Eisstrählen bewirft. Critical? Nee, ich wollte schon sagen. Oh, dankeschön. Dö, dö, dö.
So, dann wollen wir doch mal auf ein neues. Mensch, das hat ja gelohnt. Es ist ja fast drin, hat ja fast lang geschlafen. So ein paar Sekunden möchten wir schon meinen, waren das. Arktos. Meine Güte, das war, glaube ich, in Blatt Grün damals, als wir unser Together hatten quasi, wie ihr es so gerne nennt, obwohl es ein furchtbarer Name ist. Unser Together zu dritt. Hatte ich auch so Probleme mit Arktos und musste dann irgendwann abhauen. So. Hatte keinen Eisstrahl mehr. Knuddelhof. Doch, hat er. Und tschüss, Knuddelhof. Oh, Mann. Na, nächstes. Oh, mir gehen irgendwie langsam die Pokémon aus. Arktos too strong. So. Vor allem gehen mir die Tränke aus. Nicht nur die Pokémon. Meine Güte, ich hoffe, ich habe genug Geld, um mich dann auch entsprechend auf die Pokémon wieder vorzubereiten. Übrigens, tschüss, Bisaflor. War nett mit dir. Jop. Nice. So. Ach man, komm, wir haben ihn so gut geschwächt. Ich wäre sehr dankbar, wenn Knuddelluft deswegen mal aufhören würde, so rumzubitschen und einfach die Noten treffen würde. Das wäre ausgezeichnet. Oder sich ein anderes Lied ausdenken, wenn das so schwer für ihn ist, was er da aktuell auf dem Kasten hat. Guck mal, Arktos. Yay, nicht getroffen. Ja, jetzt greifst du nicht mehr zum Eisstrahl, weil du keinen Bock mehr hast. Dieser Arktos verspottet uns schon. Bam. Dip, dadim, dim. Blapp. Mensch. Oh, der hat echt keinen Eisstrahl mehr. Das wäre natürlich etwas, was ich sehr begrüßen würde. Dann haben wir nämlich umso mehr Chance, mit Knuddelhof Gesang zu benutzen. Angeblich kann man auch so treffen, wie ich gehört habe. Aber bisher ist es kein einziges Mal gelungen, also halte ich es voll gerücht. Jetzt kommt der Eisstrahl. Mann, du bist so clever, Arktos. Erst mit den ganzen nicht sehr fiktiven Attacken angreifen. Oder wollte mich einfach in Sicherheit wiegen. Das könnte sein. Ja, offensichtlich schon. Och, Mann. Du hast doch schon so oft Eisstrahl gemacht jetzt. So, auf ein neues. Hyperball. Wupsch. Na gut, immerhin pennt er noch. Arktos, du willst doch bestimmt im Ball bleiben. Yay, wunderbar, Arktos wurde gefangen, unser ganzes Team ist tot. Für Arktos wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Arktos, Eis. Wenn Arktos durch die Lüfte schwebt, gefriert das Wasser in der Luft und es beginnt zu schneien. Möchtest du Arktos? Nein. Nein, Arktos wurde auf Bills PC übertragen. So, ja, wie soll ich sagen? Uns geht's gerade nicht so gut, möchte ich meinen. Ich möchte mal ganz kurz mich mal umgucken. Ich meine, ich habe hier Schutz und die Pokémon hier drin sind zu schwach, um mich anzugreifen dadurch. Ich bin offensichtlich wieder mal instant den richtigen Weg gelaufen, so wie ich das verstehe. Der Schutz, und wie der Schutz noch wirkt. Ich bin jetzt nicht scharf darauf, hier noch gegen andere Pokémon zu kämpfen. So. Wo zum Teufel bin ich? Oh Gott, nee. Da brauchen wir nur eine Weile, um die fertig zu erkunden. Schade, ich wollte eigentlich perfekten Schritt vor der Pokémon-Liga machen, aber daraus wird jetzt nichts. Ich würde sagen, wir machen dann beim nächsten Mal hier weiter. Das war Pokémon Gelb für heute. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, ciao.